So, Leute, da muss ich schon wieder einen Booster dazwischen. Set Booster! Kommt jetzt demnächst noch ein bisschen mehr zu den Set Boostern. Also, ich glaube, morgen oder Freitag. Kommt davon eine ganze, ganze Menge. Der erkläre ich dann auch, warum es gerade alles so ein bisschen anders aussieht. So, wie Set Booster. Was halte ich davon? Ich finde Set Booster großartig. Aber guck mal an, was ein Set Booster ist. Wir haben erstmal einen Token, so eine Art Karte vorne drauf. Die können eine Signatur haben, wurde mir gesagt. Habe ich bis jetzt auch keine gesehen. Die sind richtig selten anscheinend. Dann haben wir ein Full Art Land, was einfach toll ist, weil wir sind auf Zendikar, Full Art Lands. Dann haben wir eine Common, beziehungsweise, also ich lese die jetzt vor, Adventures Awaits. Dramana Sorcery, man guckt sich aus den 5 Karten der Bibliothek an, nimmt davon eine Kreaturenkarte, nimmt die auf die Hand, legt den Rest unter Stack und Random Order. Und wenn man keine Karte auf die Hand genommen hat, okay, you may reveal a creature card, dann zieht man noch eine Karte. Das ist cool, das ist nicht schlecht. Spare Supplies, 2 Mana Artefakt, kommt getappt ins Spiel, wenn es ins Spiel kommt, zieht ihr eine Karte, 2 Mana tappen, opfern, zieht eine Karte. Okay, es geht hier anscheinend um Adventure in unserem Style. Deliberate, 2 Mana, Scry 2, then draw a card. It's instant, nicht schlecht. Yaggaroth Visionary, 4 Mana, 3, 2, wenn ein Spiel kommt, ziehen wir eine Karte. Also diese Karten haben anscheinend irgendein Theme unter sich. Es hat grün-blau Adventure-Style anscheinend. 4 Mana, 2, 3, ist eine Ankam, okay, 2, 4, 4 Kam, jetzt kommt schon die erste Ankam. Surfooted Infiltrator, 4 Mana, 2, 3, tappt eine andere ungetappten Rogue, den ihr kontrolliert, der kann nicht geblockt werden müssen meines Zuges, wenn er mit einem Kampfschaden zurückzieht, zieht ihr eine Karte. Dann haben wir noch einen Rogue. Mehrfolg Wind Robber, 1 Mana 1, 1 fliegend. Wenn ihr mit einer Kampfschaden zufügt, muss er eine Karte millen. Und ihr könnt ihn opfern, um eine Karte zu ziehen. Könnt ihr nur machen, wenn ihr eine 8 oder mehr Karten im Friedhof habt. Noch eine Ankam. Tangled Volahedron, 2 Mana 1, 1 tappen für ein grünes. Wie auch immer man von dem jetzt auf den kommt. Und hinten dran ist ein Land. Glacial Gasp, 3 Mana, also okay. Das sind die drei Ankams. Hier könnte jetzt schon eine Rare sein, wenn ich es richtig gezählt habe. Dieser Slot ist ein Wildcard-Slot. Glacial Grasp, 3 Mana, Instant, ihr tappt eine Kreatur, der Besitzer zahlt mill 2 Karten und die Kreatur enttappt nicht, während es ein M-Segment und die zieht eine Karte. Auch das hier ist ein Wildcard-Slot. Shell Shield. 1 Mana Instant, eine Kreatur kriegt plus 0, plus 3. Wenn dieser Spell gekickert wurde, kriegt die Hexproof für 1 Mana Kicker. Hier können schon mal 2 Rares drin sein. Können. Die Chancen dafür sind sehr, sehr, sehr gering. Dann haben wir die Actual Rare. Maddening Cacophony, 2 Mana Sorcery mit Kicker. Jeder Gegner mildt 8 Karten, wenn es gekickert wurde, die Hälfte seiner Bibliothek. Okay. Dann haben wir eine Foil, die kann auch eine Rare sein. Shepherd of Heroes, 5 Mana 3, 4 fliegend. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, kriegt ihr 2 Leben für jede Kreatur in eurer Party. Okay. Und dann kommt das Großartige meiner Meinung nach, weil eine Rare, 2 Rare, 3 Rare, 4 Rare und auf der Verpackung steht drauf, auf dem Display steht drauf, 4 Rares könnt ihr haben. Bis zu 4 Rares. Und ich sage, es sind bis zu 5. Weil ihr habt 2 Wildcard-Slots, die können 2 Rares sein. Hier habt ihr 2 Rares und ihr habt noch die Liste. Oder ein Token. Was ist das denn? Minigame? Blitzbooster? Okay, das gucke ich mir beim nächsten Mal genauer an. Gut. Das ist der Inhalt eines Set-Boosters. Und selbst wenn es nur eine Rare ist, habt ihr wenigstens weniger Schrott dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.